Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal nicht mit einem klassischen Landschaftsfotografie-Video, sondern ich habe mir gedacht, ich zeige euch jetzt einfach mal, was so in meinem Kamerarucksack drin ist. So ein Video habe ich ja hier auch noch nicht gezeigt auf dem Kanal. Und ja, welcher Moment eignet sich denn da auch am besten als ja, dieser Roadtrip, auf dem ich mich jetzt gerade hier noch befinde, während ich dieses Video aufnehme. Ich bin jetzt aktuell in Schweden, nördlich von Göteborg und ja, mache aktuell einen Roadtrip durch Dänemark und Schweden. Deswegen, wenn ihr da den ersten Teil noch nicht gesehen habt von dieser Serie, ich verlinke ihn mal hier, schaut es euch gerne an. Ich denke, da sind ein paar sehr coole Videos bei rumgekommen. So viel zum Intro. Legen wir einfach direkt los mit meiner Ausrüstung. Ich habe mir überlegt, ich baue das Video so auf, dass ich erstmal den interessanten Teil euch zeige. Genau, meine Kameras, Objektive, auch den Rucksack, den ich benutze. Und im zweiten Teil des Videos würde ich dann euch einfach mal ein bisschen so mein Zubehör zeigen, was ich noch mit dabei habe, was man halt eben so noch zum Fotografieren einfach braucht. Gut, als Rucksack nutze ich hier den LowPro ProTactic 450 AW. Ist ein sehr schöner, auch großer, wie man jetzt sieht, Kamerarucksack, der eigentlich genug Platz bietet für alle meine Ausrüstung, für zwei Kameras, Objektive und Zubehör, wie gesagt, einfach perfekt. Übrigens kann ich an dieser Stelle auch direkt dazu sagen, ich werde von keiner der jetzt hier genannten Marken gesponsert oder habe auch nichts zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, jedes einzelne Teil, was ihr hier seht, habe ich mir über die Jahre selbst gekauft bzw. auch geliehen. Als Stativ, als mein Hauptstativ, nutze ich das Rollei RockSolid Beta Mark II. Schönes Carbon-Stativ, super, super stabil, hat auch so die perfekte Höhe, finde ich. Ich habe vorher das Rollei C5i benutzt, darauf steht jetzt gerade meine Videokamera, zu der ich dann auch gleich noch komme. Aber ja, das ist einfach über die Jahre jetzt ausgeleiert und verschlissen, deswegen musste mal dieses neue her und mit dem bin ich wirklich bisher super, super zufrieden, also sehr, sehr cooles Teil. Ja, eben schon angesprochen, die Videos filme ich mit einem iPhone 12 Pro. Das filmt auch gerade dieses Video hier. Jetzt muss ich euch auch nicht in die Kamera halten. Ich glaube, ihr wisst alle, wie ein iPhone aussieht. Und als Audioaufnahme-Device, als Audioaufnahmegerät nutze ich hier das Zoom H1, ein Audiorekorder mit einem Rollei Lavalier-Mikrofon. Das ist jetzt hier gerade. Ist dann zwar in der Nachbearbeitung immer ein bisschen mehr Arbeit, weil man die Tonspur von diesem Audiogerät noch über die Videosequenz drüberlegen muss. Aber ich bin einfach mit der Audioqualität von diesem Mikrofon in Verbindung mit dem Audiorekorder auch so zufrieden, jetzt auch schon seit mehreren Jahren. Also den hier nutze ich schon, seit es diesen Kanal gibt. Habe ich bisher auch noch keinen Drang gehabt, das in irgendeiner Art zu ändern. Gut, kommen wir zum Hauptarbeitsmittel, sage ich mal. Und zwar ist das meine Hauptkamera, hier die Canon 6D Mark II. Die habe ich jetzt auch schon seit 2018, also sind jetzt dann auch schon ein paar Jahre, vier Jahre jetzt dieses Jahr. Schöne Vollformatkamera, macht auch gute Bilder, bin ich auch noch sehr zufrieden mit. Und mein immer drauf Objektiv ist eigentlich das Canon 16-35mm f4.2 USM. Ist auch jetzt gerade hier drauf. Schönes Weitwinkel-Zoom-Objektiv und ja, damit mache ich eigentlich wirklich den Großteil meiner Bilder. Was ich jetzt angefangen habe in den letzten Monaten auch ein bisschen häufiger zu nutzen, ist das Teleobjektiv und da habe ich hier ein Canon 70-300. Ist jetzt kein super hochwertiges Canon-Objektiv, da gibt es ganz andere, die deutlich höherpreisiger sind. Aber so für meinen Anwendungsbereich, wie ich es im Moment nutze, ist das vollkommen ausreichend und ja, auch mit der Bildqualität bin ich eigentlich auch ziemlich zufrieden. Hab da schon ja, relativ viel Negatives drüber gelesen, irgendwie, dass die Leute nicht so zufrieden sind mit der Bildqualität von diesem Objektiv hier. Aber das kann ich eigentlich nicht bestätigen. Hatte bisher noch keinen Anlass, da mich irgendwie drüber zu ärgern. Als drittes Objektiv für meine Hauptkamera habe ich noch ein Samyang 14mm f2.8 Objektiv. Das ist komplett manuell, also überhaupt keine Elektronik drin. Auch die Blende wird komplett manuell eingestellt, hat keinen Autofokus. Das Objektiv habe ich ursprünglich hauptsächlich für die Milchstraße, für Milchstraßenbilder mir gekauft, wegen der f2.8er Blende.
Und da braucht man dann sowieso sowas wie einen Autofokus überhaupt nicht. Bin aber tatsächlich in den letzten ein, zwei Jahren eher dazu übergegangen, auch mit dem 16 bis 35 mm die Milchstraße zu fotografieren, weil ja das 16 bis 35 einfach ein bisschen schärfer ist, auch bis zu den Ecken schärfer ist. Und das merkt man halt hier bei dem Samyang schon, dass es Richtung den Ecken, Richtung Bildecken doch schon relativ unscharf ist. Aber gut, ist wie gesagt jetzt auch kein High-End-Objektiv. Ja, preis-leistungstechnisch ist das auf jeden Fall doch schon in Ordnung. Also damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Meine erste Kamera, die ich mir gekauft hatte, die Canon 700D, ist jetzt aktuell meine Zeitrafferkamera. Also die habe ich quasi bei der Gewitterfotografie. Das ist ja so die zweite Sparte in der Fotografie, in der ich unterwegs bin. Übrigens, kurze Eigenwerbung, wenn ihr meinen Gewitterkanal noch nicht kennt, Extremwetter Deutschland, ich packe ihn auch mal hier oben hin. Schaut da gerne mal rein. Das ist ein ganz anderer Content als hier die Landschaftsfotografie. Und vielleicht interessiert er euch ja auch. Würde mich freuen. Genau, und da für die Gewitterfotografie hauptsächlich und jetzt dann auch mehr für Zeitrafferprojekte in der Landschaftsfotografie nutze ich dann hier die Canon EOS 700D. Wie gesagt, die ist jetzt schon seit Ende 2013, Anfang 2014 bei mir. Hat auch schon die ein oder andere 1000 Bilder runter. Oder auch 10.000 und mehr. Aber toi toi toi, dreimal auf Holz geklopft, sie funktioniert noch einwandfrei. Und gerade für Zeitraffer ist es auch überhaupt nicht störend, dass es ein APS-C-Sensor ist. Bekommt man da wirklich überhaupt nicht mit. Also perfekt eigentlich für diesen Anwendungsbereich. Da auch wieder das immer drauf Objektiv ist, hier auch ein Weitwinkelobjektiv. Das ist dann hier das 10 bis 22 mm von Canon. Nicht erschrecken, 10 mm ist ja auf dem APS-C-Sensor ungefähr äquivalent zu dem 16 mm auf der Vollformatkamera. Und genau das habe ich auch gerade bei der Gewitterfotografie, aber auch bei der Landschaftsfotografie eigentlich meistens drauf, also bei den Zeitraffern, die ich dann aufnehme, und kann dann damit eigentlich auch alles abdecken. Was ich ab und zu auch nochmal sicherheitshalber mitnehme, ist das 18 bis 55 mm Kit-Objektiv für die Canon EOS 700D, habe ich aber jetzt auch schon seit Jahren nicht mehr benutzt. Ich denke mir nur manchmal, vielleicht gibt es ja irgendwie eine Szene, wo ein bisschen mehr Zoom doch vorteilhaft wäre. Bisher ist es aber einfach noch nicht eingetreten tatsächlich. Aber es wiegt halt auch quasi nichts, deswegen ist das jetzt auch nicht so störend, wenn das noch mit im Rucksack ist. Was jetzt speziell hier für den Roadtrip noch neu dazugekommen ist, ist eine Kameradrohne. Die habe ich allerdings nur geliehen und nicht gekauft. Beziehungsweise mein Kumpel Nikolas ist ja mit dabei auf diesem Roadtrip hier. Die haben wir uns dann zusammengeliehen für 3 Monate. Also die werden wir dann auch nach dem Roadtrip noch ein bisschen weiter nutzen. Kann ich dann auch noch ein bisschen was ausprobieren mit der auch. Da werdet ihr wahrscheinlich auch das ein oder andere Video noch sehen mit Teilsequenzen von dieser Drohne. Aber ja, das ist eine DJI R2S mit dem großen 1 Zoll Sensor. Macht super, super gute Videoaufnahmen und Bildqualität ist auf jeden Fall auch mehr als in Ordnung. Das darf man, glaube ich, auch erwarten von so einer Drohne. Und ja, macht einfach auch nur mega Spaß, mit der zu fliegen und zu filmen auf jeden Fall. Aber ja, wie gesagt, die geht mittlerweile in 2 Monaten wieder zurück. Ja, jetzt habt ihr einmal mein Hauptequipment gesehen, quasi meine Kameras, mit denen ich die Bilder und Zeitraffer-Videos aufnehme. Kommen wir dann jetzt zum zweiten Part, meinem zusätzlichen Equipment, was man einfach auch so noch braucht bei der Fotografie. Und da fangen wir mal ganz simpel mit den Zusatzakkus an. Habe ich hier jeweils einmal für die Hauptkamera und einmal für die Zeitrafferkamera einen Ersatzakku. Es gibt viele, die einem dann eher noch empfehlen würden, lieber noch einen weiteren Ersatzakku, also insgesamt dann 3 Akkus zu haben. Ich habe es bisher aber einfach noch nicht geschafft, an einem Tag wirklich beide Akkus komplett leer zu fotografieren. Das passiert dann schon eher mal bei der Zeitrafferkamera. Aber auch da ist es, glaube ich, jetzt ein einziges Mal in den letzten 5 oder 6 Jahren vorgekommen. Also ja, bisher habe ich auch noch keinen Grund gesehen, mir noch einen Akku anzuschaffen. Machen wir mal weiter mit den Filtern. Da habe ich dann einmal hier einen Haida ND1000 Filter zum Aufschrauben auf die Kamera für ziemlich lange Langzeitbelichtung am Tag. Übrigens habe ich zu diesem Thema auch ein Video gemacht, falls euch dieses Thema noch mehr interessiert, schaut da gerne mal rein. Ich verlinke es mal hier. Genau, einmal ein Haida 1000 Filter, dann habe ich hier noch einen Haida ND64 Graufilter.
für die nicht ganz so lange Langzeitbelichtung, gerade wenn man jetzt zum Beispiel Wasserfälle fotografiert oder auch an der Küste. Also wir sind jetzt gerade hier auf diesem Roadtrip oft an der Küste unterwegs und haben da das Meer mit den Wellen, mit der Brandung. Und vielleicht möchte man das eben dann auch ein bisschen ausklettern. Da reicht dieser ND64-Filter auf jeden Fall aus. Und zusätzlich habe ich noch einen Grauverlaufsfilter, schönen Grauverlaufsfilter, den ich aber in letzter Zeit immer seltener nutze, weil ich mehr dazu übergegangen bin, einfach eine Belichtungsreihe aufzunehmen, ein sogenanntes Bracketing, weil mir das am Ende den größeren Dynamikumfang bietet und ich einfach mehr Möglichkeit in der Nachbearbeitung habe. Dann habe ich hier noch den Filterhalter, wo diese Filter eingesteckt werden, und in diesen integriert ist noch ein Polfilter, den ich auch relativ häufig nutze, gerade wenn ich im Wald fotografiere, in dem es dann auch nass ist oder wo die Bäume so viel Lücken haben, dass sehr viel Licht eben durchfällt und die Blätter von den Bäumen oder auch vom am Boden wachsenden Pflanzen das Licht reflektieren oder diese eben dann auch feucht sind, dann kann ich diesen Glanz, diese Reflektion mit dem Polfilter entfernen. Das habe ich jetzt auch gerade im Frühjahr bei der Bärlauchfotografie sehr gut anwenden können. Mit Polfilter hat man dann eben einfach einen schönen, sattgrünen Farbton von den Blättern und das sieht sehr viel besser aus als die Blätter mit so einem silbrigen Schimmer vom Licht drauf. Die Zeitrafferkamera funktioniert mit einem externen Fernauslöser mit einem sogenannten Intervallometer. Meine Canon EOS 700D hat noch keinen Intervalltimer eingebaut, deswegen dann eben hier dieser externe Fernauslöser. Die Canon 6D Mark II hat den schon drin quasi, also da braucht man nicht nochmal ein extra Equipment, was man anstecken muss. Das ist ganz cool, aber ja, funktioniert auch mit so einem. Das ist irgendein No-Name-Produkt für ein paar Euro von eBay, habe ich mir das geholt und ja, tut auch seinen Dienst einwandfrei, also ja, keine Einschränkung in diesem Sinne. Sehr, sehr wichtig ist auch noch dieser kleine Blasebalg hier, gerade wenn man Staub oder jetzt auch an der Küste eventuell Sand auf dem Objektiv von drauf hat, einzelne Sandkörner, kann man die mit diesem Ding hier schön wegpusten. Und gerade bei Sand sollte man es auf keinen Fall irgendwie mit dem T-Shirt oder mit dem Finger vom Objektiv vorne runter machen, weil man dann wirklich Gefahr läuft, dass man sich einen Kratzer ins Objektiv reinmacht, ins Glas. Und das will wirklich niemand, weil sehr, sehr schwierig zu reparieren, wenn es überhaupt möglich ist. Und dann wird es auch teuer. Deswegen lieber hier mit diesem Blasebalg mit Druckluft, Staub und andere Partikel einfach vorne wegpusten. Was auch sehr wichtig ist, gerade wenn man... Okay, ciao. Was auch sehr wichtig ist, gerade wenn man nachts mit Milchstraße unterwegs ist oder für die Milchstraße unterwegs ist und die fotografieren möchte, ist eine Stirnlampe. Nachts ist dunkel, sollte jedem irgendwie geläufig sein. Und damit man dann eben die Hände frei hat und nicht noch mit einer Taschenlampe durch die Gegend rennen muss, gerade wenn es etwas kühler ist oder wenn man die Frühjahrsmilchstraße fotografiert, kann es nicht nur kühler, sondern auch richtig kalt sein. Da möchte man vielleicht nicht die ganze Zeit eine Taschenlampe in der Hand haben, sondern möchte die Hände noch in der Jackentasche wärmen. Deswegen Stirnlampe, bestes Hilfsmittel. Und gerade wenn man auch den ganzen Tag am Filmen ist, jetzt hier das Handy filmt ja wie gesagt bei mir, wird auch schnell mal der Akku leer. Deswegen dann an dieser Stelle noch eine Powerbank, die reicht für 3 bis 4 Mal komplett aufladen. Also da kommt man auf jeden Fall dann durch 1 bis 2 Tage durch, ohne irgendwie Stromprobleme zu bekommen. Ja, und wenn man dann am Ende von einem Fototrip wieder zu Hause ist oder wie jetzt hier beim Roadtrip zurück in der Unterkunft ist, muss man natürlich auch die Daten noch sichern. Und dazu habe ich dann hier eine SanDisk 1TB SSD dabei. Da wird dann jeden Abend einmal komplett durch alles gesichert. Und da kommt auch wirklich einiges zusammen. Drohne, Zeitrafferkamera, normale Bilder und die Videodateien, da kommen wirklich ein paar Gigabyte zusammen. Und ja, ist dann immer schön sicher auf dem Ding drauf. Die habe ich auch 2-mal dabei, ist auch sehr wichtig, nämlich direkt noch ein Backup zu machen. Falls eine Platte kaputt geht, man eine irgendwie verliert oder anderweitig irgendetwas passiert, immer noch eine 2. Platte dabei haben für ein Backup. So, und damit wären wir jetzt am Ende des Videos angekommen. Habt ihr hoffentlich mal einen guten Überblick über mein Equipment bekommen, was ich so nutze, um meine Bilder und Videos zu machen. Dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Video gefallen hat. Und ich würde euch auf jeden Fall die Videos des Roadtrips ans Herz legen. Der Link zum ersten Video bzw. zur Playlist ist in der Videobeschreibung in der Infobox unten.
Schaut da auf jeden Fall mal rein. Und ja, dann würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben für dieses Video freuen. Abonniert gerne meinen Kanal. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao.